Einen wunderschönen. Ich hoffe, das klappt jetzt alles. Ich habe jetzt hier mal neue Kopfhörer. Ich hoffe, da ist das Mikrofon besser. Weil die alten Juten, die sind ja weg. Die sind im geklauten Auto. Jetzt mal gucken, ob die jetzt was besser sind. Weil die letzten waren ja scheiße. Und ihr habt euch einen Vlog aus dem Auto gewünscht. Und ja, den Wunsch möchte ich euch jetzt erfüllen. Ich hoffe, die Klimaanlage ist jetzt nicht zu laut für euch. Weil das ist echt barbarisch heiß draußen. Was sagt mein Auto? Mein Auto sagt 31,5 Grad, sagt es gerade hier an. Aber es fühlt sich an wie 40 oder 50 Grad. Man geht ein. Ja. Oh, was gibt's alles? Also ich habe immer noch keine Nachricht von YouTube bekommen, was mit meinem Strike ist. Ob der, wie weit der jetzt bearbeitet. Ich habe ja Widerspruch eingelegt, alle drum und dran. Inwieweit der jetzt bearbeitet ist und keine Ahnung. Ich stehe da immer noch auf dem Trocknen und hoffe, dass sie sich melden. Deswegen wird es auf längere Sicht, also bis das geklärt ist, weiter so laufen mit den drei Kanälen. Also Odins Tests, Odins Thron und Odins Zocker. Wobei ich auch am Überlegen war, Odins Thron umzubenennen in Odin TV. Weil das ist ja mehr so Vlog-Kanal und so. Ist ja, aber ich habe den damals gemacht als Odins Thron, weil ist ja mein Thron. Boah, warum ist die Klimaanlage nicht warm hier noch? Kalt hier noch. Ich habe den ja gemacht als ja, deswegen Thron. Weil da ist, wo der Thron ist, ist man ja zu Hause. Und da wollte ich dann eher so private Dinger machen. So Hangouts und so berichten, was in allen Kanälen so passiert ist und so. Ja. Und dann habe ich halt hauptsächlich auf Odins Test gemacht. Odin Zocker wollte ich eigentlich auch mal für Let's Plays machen. Und dann habe ich aber hauptsächlich auf Odins Test gemacht. Und ja, ich wollte eigentlich auch nie Let's Plays auf Odins Test, aber dann habe ich mit dem Spiel angefangen, weil ich konnte auch nicht aufhören und habe das live gestreamt und dachte, ach scheiße, ja, machst du nochmal und machst du nochmal und zack, war durch. Weil es einfach geil war. Ich weiß jetzt gar nicht, mit welchen habe ich denn angefangen. Uncharted? Nee. Until Dawn war, glaube ich. Ich glaube, es war Until Dawn. Ich bin mir aber jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher. Muss ich selber erstmal nachgucken. Ja, und deswegen wird es jetzt auf lange Sicht erstmal, also voraussichtlich bis August so sein. Es sei denn, YouTube meldet sich und es wird irgendwie rückgängig gemacht oder keine Ahnung, irgendwie was dergleichen blasselt, dann wird es vorher schon gecancelt. Dann wird es wieder anders gemacht. Ich will aber weiterhin versuchen, wahrscheinlich dann so eine längeren Let's Play-Projekte, weiß ich nicht, ob ich die denn auf dem Hauptkanal lasse oder ob ich die denn nicht den Hauptkanal nur für angezockt nehme. Und wenn ich ein Spiel sage, das zocke ich jetzt durch, dass ich das auf dem Zockerkanal mache. Das, ja, da würde ich euch um Feedback bitten, wie ihr das jetzt gerne haben wollen würdet. Weil ich will ja auch nicht, so wie jetzt laufen gerade zwei Let's Plays, einmal Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands, bin ich bescheuert, Wildlands. Das ist ja ein Koop-Projekt und dann Prey läuft ja noch. Ich werde heute Abend übrigens Prey weiterzocken. Ich denke mal, mit Glück bin ich denn heute Abend durch. Und dann, ja, Dunkelkammer hat schon gesagt, er freut sich auf Ende vom Game. Also, dass die Story ab, also nicht, dass es endlich weg ist, dass die Story abgeschlossen ist, weil er da auch gerade mega heiß drauf ist, wie es jetzt weitergeht. Und er freut sich, oh, wo liegt meine Bratwurst? Ach nee, der packt schon ein. Scheiße, schon am Putzen. Oder? Nee. Ach, hier kommen wir eine Bratwurst, glaube ich. Ich glaube, ja, ich guck mal, ob eine Bratwurst da ist. Und der freut sich halt drauf und freut sich halt auch schon aufs nächste Game. Wobei ich nicht mal weiß, was das nächste Game sein wird. Ich glaube, da werde ich auch mal ein Video machen. Werde ich mal ein Video machen und werde mal so gucken, was ich so habe noch und was wir denn als nächstes machen können. Bei Sniper Elite bin ich auch schon durch. Und jetzt so in nächster Zeit, also kann ich, was ich euch berichten kann, ich bin auf der Liste für
Dead by Daylight für die PS4. Wenn jemand von euch das auch hat oder holen will, kann er sich gerne bei mir melden. Können wir das angezockt auch gerne im Team machen oder mit Abonnenten machen, halt mit euch machen. Und das natürlich, wird natürlich alles gestreamt. So, das, also das nur mal so am Rande. Ich habe noch ein paar Spiele, die ich noch machen will. Portal Kings will ich noch machen. Dann habe ich noch so ein paar kleine PSN-Spielchen, die ich auf so einer Webseite mal ein paar Codes geschenkt gekriegt habe für zwei, drei kleine Minispiele. Die will ich noch anzocken mit euch. So wie das ein Zombie, was ich gestern gemacht habe. Na komm, ich hab Vorfahrt, mein Freund. Ich hab Vorfahrt. Das Druckervideo ist online gekommen. Ich habe auch noch einen externen Akku, den ich euch vorstellen will, wo ich demnächst noch ein Video machen werde. Der hat aber den besonderen Vorteil, dass er noch so ein extra Gerätchen mit bei hat, was man da anschließen kann. Und dann kann man sein Handy kabellos laden. Also legt man dann einfach auf diese Plattform, alles in E-Mistete. Das werde ich euch in einem nächsten Video mal zeigen. Dann habe ich Anfrage gekriegt gehabt, das habe ich ja gestern schon gesagt, im Livestream, wegen so einer Software, womit man halt Formate umwandeln kann. Also MP4 in MP3 und hast nicht gesehen. Was mir bei der Review zu Injustice den Arsch gerettet hat. So, wartet mal, ich muss mal gucken, ob ich noch eine Bratwurst bekomme. So. Doch noch eine Bratwurst geholt. Hab noch eine gekriegt, die letzte. Oh. Was ist denn das für ein Scheiß? Da war irgendwie aus. Ich habe jetzt nicht lesen können, was war. Um das ganze Thema nochmal zurückzukommen. Blockmäßig und so. Dann habe ich für Ich Dampfe bei Vodafone angefragt. Wegen dieser Gigagate oder wie die heißt. Das ist dieser LTE-Router, den man auch mitnehmen kann. Da habe ich jetzt mal bei der Presseabteilung nachgefragt, ob ich da mal so ein Ding haben könnte zum Testen. Vielleicht schicken sie das mir für eine Woche oder zwei, drei Wochen zu. Mit einer SD-Karte für LTE natürlich, dass ich das auch vernünftig testen kann. Und dann kann ich das auch testen und dann kann ich da auch ein paar Videos zu machen. Aber das kann ich halt noch nicht versprechen. Was ist denn hier? Heute, Mensch. Die Straßen werden immer schlechter bei uns hier. So ist geil. Schön gemütlich Auto fahren. Klimaanlage an. Gut, Musik ist gerade nicht an. Und dazu schöne Bratwurst. Und ja, ich mache noch mal eine Diät. Aber zwischendurch kann man ja mal sündigen. Ich habe heute Frühstück gegessen, Mittag habe ich nicht geschafft, weil ich die ganze Zeit unterwegs war. Das ist nach dem Frühstück mein erstes Essen heute. Machen wir mal hier hin, wo der Schatten hier ist. Ist wieder kein Schatten. Ich stelle mir jetzt einfach mal hier auf den Parkplatz kurz meine Wurst aufessen und dann fahren wir mal weiter. Ich will nämlich noch zu Netto. Aber jetzt mache ich mal kurz die Klimaanlage aus. Ich will nämlich noch zu Netto, ich will noch einkaufen. Schatzi kommt morgen. Morgen früh nach der Arbeit.
Da will ich halt noch ein bisschen einkaufen. Weil wir haben keine Eier mehr. Da will ich dann noch ein paar Eier holen. Also ein Paket. Und dann eben zwei Salate für sie. Meine Tochter muss ich noch Brot holen. Wurstbutter müssten wir, haben wir noch alle da. Katzenstreu und ein Sixer Wasser will ich. Also wenn ihr mal in meiner Gegend seid hier, oder wenn ihr aus meiner Gegend kommt, ihr müsst einfach mal eine Bratwurst von ihm holen. So scheiße lecker, ey. Oder bei meinem Dönermann. Was ich beim 7000 Abo ja gezeigt habe. Also beim 7000 Abo Spezial. Habe ich ja meine Entschuldigung. Habe ich ja meine Stadt gezeigt. Scheiße, 5 Stunden, ey. Nee, ich schmeiße das Papier nicht weg. Doch. Klimaanlage doch wieder an. Eieiei. Ich hol mir bei Netto gleich einen kalten Kaffee fertig ist. So. Und da haben ja auch einige gefragt, ob ich zu meinem 7000 Abo Spezial. Also mittlerweile, wie das gemacht habe, aber zu meinem 10.000 Abo Spezial, weil ich ja noch immer hinringend am Überlegen bin, was ich noch dazu machen kann. Ich habe jetzt ein Video gemacht, 24 Stunden mit Odin, und ich würde gerne noch was machen. Und wie oft wurde gewünscht, dass ich nochmal so ein Video über meine Stadt mache. Aber ich habe ja so meine Stadt schon gezeigt. Bei dem 7.000 Abo Spezial. Ja, dann würde ich mir um ein bisschen Feedback wünschen von euch, was ihr dadurch denn so gerne sehen wollt. So meins wäre jetzt gewesen, weil mal viele gefragt haben, was machst du denn so? Ich habe ja so ein bisschen was gezeigt, dass ich da nochmal ein Video mache, wo ich meinen Würstchenmann zeige, den habe ich ja schon gezeigt, aber mein Döner Ali war halt nicht richtig dabei. Wurde ja nur kurz angezeigt. Was war noch? Wo ich einkaufen bin, wurde gefragt, na Netto. Habe ja die Netto-App euch schon mal gezeigt. Ich bin Netto-Kunde und bleibe ab und zu mal zu Edeka, wenn was ist, was sie bei Netto nicht haben. Oder Rewe. Wie Kokosnussöl oder Kokosnussfett. Was war denn Fett? Kokosnussfett war das, glaube ich. Kokosnussmilch haben sie bei Netto, aber Kokosnussfett nicht. Da hat Schatzi mal nämlich einen Kuchen gemacht und da brauchten wir das. Und nicht nur Kuchen, da war noch irgendwas. Und da habe ich das nämlich geholt und da habe ich gesehen, das haben sie da nicht und dann musste ich deswegen extra zu Rewe. So. Na, Dusche. Oh, ich muss mit meiner Lippe aufpassen hier. Also nicht mit meiner, sondern mit der vom Auto. Nicht, dass hier wieder was hochsitzt oder so. Ah, ein Pole vor mir. ZMY. Also wenn jemand aus Polen gerade zuguckt, ZMY, ich weiß nicht, wo das herkommt, aber ZMY. Und EL ist ein Nummernschild, am EU-Nummernschild für Polen, also Polland. Ja, wenn mein Schatz jetzt mit bei, die könnt ihr mir das bestimmt sagen. Berliner sehe ich hier hoch. Also Berliner können echt gut Auto fahren in Berlin. In Berlin. Aber sobald die aus Berlin raus sind, bei uns hier in der Ecke gibt es ja so eine Vermutung, dass der Fernsehturm nicht nur Funkwellen, also Fernseh- und Radiofunkwellen sendet, sondern auch Funkwellen an die Berliner. Und sobald du rausfährst als Berliner aus Berlin, dann macht so ein Schalter im Kopf, weil die Funkwellen nicht mehr ankommen und Autofahren ist weg. Dann wird in der 50-Zone 30 gefahren, in der 80-Zone 50 und all so eine Schoten. Aber in Berlin, bist du in Berlin nicht schnell genug,
Ja, oder nicht schnell genug beim Abbiegen oder fährst 50 in der 50-Zone, weil da fahren sie auch teilweise 60, 70 in der 50-Zone, denn von hinten. Ja, ja. Aber kommen die raus aus Berlin, hier fahren sie wie die letzten Fotzen. Es ist nicht normal. Wie oft ich hier schon Berliner hatte, die verkehrt in die Einbahnstraße reingefahren sind. Oder anstatt 50 in der Stadt 30 oder 20 fahren. Wo du denn halt kaputt hubst und dann rausbrüllst. Alter, stell das Auto ab und lauf und gucke, du Idiot. Nein. Dann müssen wir mit Auto natürlich mit 20 km/h durch die Altstadt brettern. Anstatt jetzt hier an den Straßenrand stellen, das verfickte Auto abschließen und sich mal auf die Beine machen. Nein. Kann man mit Auto machen. Da könnte ich ausflippen bei sowas. So. Ach, hier haben sie auch wieder Blumenkübel draußen. Also beim anderen Döner-Typen fürs Grill, aber da esse ich nicht mehr. Und da hatte ich damals mal, was hatte ich denn da geholt? Steak, glaube ich. Und, was war das noch? Steak und ein Filet war auch mit bei. Ja, Albro, ich habe gesagt, schön durch. Schuhsohle lässt grüßen. Ja, war total roh, also innen mit rosig. War nicht Schuhsohle. War blutig. Und das Kuriose war, das Fleisch war total versalzen. Und an den Kartoffeln und an der Soße war ja kein Salz und Pfeffer dran. Also weiß ich nicht, das hat total lasche schmeckt. Also das war nicht schön. Und dann habe ich gesagt, nö. Die Döner schmecken mir da auch nicht. Und sag ich, nö. Nö. Da gehe ich lieber zu Alibaba, da weiß ich, was ich habe. Wenn ich dann Döner bestelle, schmeckt da auch nach Döner. Und wenn ich eine Pizza hole, schmeckt die auch nach Pizza. Oh, die ist auch so scheiße lecker. Oh, Schatzi nimmt ja immer die Alibaba Spezial. Ach, jetzt fahren wir einfach noch ein Stück. Ich bin gerade im Laberfläsch jetzt drin. Fahren wir noch ein Stück, bevor ich einkaufen fahre. Habe ich noch Zeit? Joa, ist ja gleich 17 Uhr. Stunde habe ich noch, bis ich die Kleine vom Judo holen muss. Nee, Schatzi nimmt denn immer eine Alibaba Spezial, nennt sich die. Die ist ja wie eine normale Margarita, bloß dass da Oliven drauf sind. Denn diese komischen grünen Dinger, die aussehen wie eine Trompete. Pepperoni, glaube ich, oder so, keine Ahnung. Und Dönerfleisch ist drauf. Und Schatzi lässt sich immer denn noch zu der Alibaba Spezial noch ein Spezial drauf machen. Und zwar Knoblauchsoße dann am Ende, wenn sie fertig ist. Das schmeckt ihr total lecker. Und letztens hat sie sich auch eine Pizza selber zusammengestellt. Man kann nicht bei Ali auch sagen, ey, ich möchte eine Pizza, da soll das und das drauf sein. Hat sie gemacht, aber ich habe gedacht, die kriegen sie ja nicht, wir backen die Pizza, weil da so viel drauf ist. Haben sie aber hingekriegt und war sehr lecker, hat Schatzi gesagt. Ich habe früher mal Salami genommen, dann Alibaba Spezial und jetzt bin ich momentan total auf Kochschinken. Und meine Tochter, ja, teils. Mal nimmt sie Kochschinken, mal Salami und manchmal nimmt sie auch halb. Also eine Pizza, wo die Hälfte mit Kochschinken und die Hälfte mit Salami ist. Ja. Oh, jetzt schwitzt mir hier. Ja, schön, dass die Klimaanlage an ist, aber trotzdem schwitzt man sich ordentlich im Wolf hier, wa? 30? Wieso 30? Oh, Split. Split haben sie hier hingeklatscht. Ey, nicht. Ich hab neuen Lack an der Lippe. Ich hab neuen Lack. Ja, und ja, jedenfalls, da bin ich am überlegen, ob ich da euch mal so zeige, wo ich denn Essen hole. Oder wo man auch schön essen gehen kann, wo ich jetzt mit Schatzi zum Geburtstag war oder so. Wo ich einkaufen gehe. Bei Netto dürfte ich natürlich nicht rinnen. Ich darf Netto, von draußen kann ich euch den zeigen, aber rinnen darf ich nicht. Da hatte ich für das 7000 Abo Spezial schon mal angefragt, wie das aussieht, ob ich drinnen mal so einen Einkauf filmen kann, dass ihr mit mir zum Beispiel einkaufen gehen könnt oder so. Und da haben sie mir gesagt, nee, das ist leider nicht erwünscht, von der Zentralleitung oder so, weil da sind ja auch Überwachungskameras. Und nicht, dass man sich das Ding ausspioniert wie ein Clown oder so. Dass man in dem Video sieht, ey, da ist eine Kamera, da ist eine Kamera, da ist eine Kamera. Habe ich auch Verständnis natürlich dafür. Habe ich gesagt, ist kein Problem, denn halt nicht. Macht ja nichts. Ja. Moment, ich muss mal kurz abbiegen. Ich muss aufpassen, dass ich jetzt nicht
wenn er irgendwo rausgeschossen kommt. Weil manchmal können die hier irgendwie kein Auto fahren, obwohl sie Führerschein gemacht haben müssen. So, und ja, da war ich halt am überlegen, oder habt ihr irgendeinen speziellen Wunsch halt noch für 10.000 Abo-Spezial? Also mich würde halt interessieren, wäre das interessant für euch, sowas zu zeigen, wo ich dann halt mich so rumtreibe. Wird nicht viel sein, weil ich bin nicht wirklich viel draußen. Oder nochmal so ein bisschen zu meiner Stadt, dass ich nochmal so Rathaus zeige oder was weiß ich. Oder ja, ob ihr vielleicht noch einen anderen Wunsch habt. Zu allen drei Fragen einfach in die Kommentare postet, da würdet ihr mir echt mega mäßig mit helfen. Ich werde auch in die Kommentare, in die Videobeschreibung werde ich auch den Odins Thron-Kanal und den Odin Zocker-Kanal reinklatschen, damit ihr immer auf dem Laufenden seid. Ihr könnt da mal abonnieren, dass ihr immer auf dem Laufenden seid, wenn ich ein Hangout mache oder wenn ich bei Odin Zocker einen Livestream mache. Das ist momentan nämlich echt scheiße, wenn man dann ein Livestream plant hat, dann muss ich erstmal ein Video machen. Dann muss ich gucken, dass ich das kurz halte, also innerhalb von einer Minute oder zwei Minuten, was für mich schwer ist, alles kurz knapp sagen, weil ich bin ja so mal so eine Laberbacke. Und das dann halt bearbeiten, hochladen, dann online schalten, noch einen Titel drin klatschen und sowas alles. Ja, und dann natürlich die Links zu dem Kanal, wo ich gerade einen Hangout oder einen Stream mache. Ja. Naja. Aber ist ja nicht mehr lange. Und Juli sind ja auch dann bald Ferien, da werde ich sowieso nicht so viel machen. Obwohl meine Tochter, naja, gut, geht nicht, weil meine Tochter ist ja dann im Judo-Camp, aber diesmal kann ich die Zeit ja nicht ausnutzen, wenn sie im Judo-Camp ist, weil ich ja im Krankenhaus bin. Aus dem Krankenhaus werde ich natürlich auch versuchen, irgendwie ein, zwei Videos für euch zu machen, ein paar Bilder posten oder so. Deswegen wäre halt gut, wenn er meine Facebook-Seiten unten drunter in der Videobeschreibung mache ich die euch auch rein. Wenn er mir da folgt, Odinstest-Gruppe, Odinstest-Seite, weil Gruppe deswegen, weil die ist geschlossen, da wirst du nicht zugespammt und so. Und da kann ich Umfragen machen, was ich bei meiner Seite halt leider nicht kann. Und ja, kaue ich auch mal Instagram unten drin, da seid ihr dann eigentlich immer auf dem Laufenden. Twitter kann ich euch auch rin klatschen. Oh, ey, man sieht die scheiß Ampel kaum bei der, wenn die Sonne scheiße fällt. Achso, der andere hat erstmal, jetzt frieren mir die Beine hier halb ein. Jetzt habe ich die Klimaanlage volle Pulle und auf die Beine, jetzt habe ich Eisbeine. Ja, morgen habe ich Blasenentzündung. Vom Skiurlaub in Träumen. Klar. Zieht sich schon hoch bis zur Blase. Alle kalt. So. Fahren wir noch. Ach, ein bisschen geradeaus fahre ich noch ein bisschen durch das Werbegebiet. Und dann will ich langsam einkaufen fahren. Das ist 17 Uhr. Nach einkaufen brauche ich auch noch ein bisschen Zeit. Und dann passt das. Ja, jedenfalls da könnt ihr mir dann helfen. Dann werde ich dann. Das wäre ganz nett von euch. Ja, und ihr könnt mir auch mal schreiben, wie ihr das überhaupt jetzt findet mit den drei Kanälen. Momentan muss es leider so sein. Es tut mir leid. Aber wie ihr das findet und was haltet ihr davon, wenn ich denn später, wenn der Strike weg ist, die Livestreams, also die angezockt, die mache ich ja auch logischerweise live, dass die auf dem Hauptkanal bleiben. Und wenn ich jetzt ein Spiel sage, ey geil, das zocke ich jetzt weiter, ist ja immer denn nur eins, was ich gerade mache. Also ich mache ja nicht so wie andere Kanäle, 5, 6 Let's Plays am Stück, wo dann jeden Tag ein anderes Video kommt von einer halben Stunde. Ich zocke ein Spiel, so wie jetzt Prey, und dann zocke ich das halt schon mal 6, 7, 8 Stunden oder Horizon. Habe ich 8 Stunden, 2, 3 Mal hintereinander, 8 Stunden oder über 8 Stunden gestreamt. Und ihr zockt. Das lässt ihn ja auch nicht los, ist ja auch geil.
So, warte mal, ich mal gucken, wenn wir hier schon oben lang fahren, muss ich mal gucken, ob der 5er Golf noch hier steht, den ich mir damals angeguckt hatte, wo sie mir immer keinen Preis sagen konnten. Ne, Volvo, Opel, VW, Audi. Oh, der Audi sieht auch geil aus, aber ey, der ist nicht zu bezahlen. Hier 244 Euro monatlich an so eine Schoten. Nee, der 5er, der ist weg. Der 5er ist weg. Ja, der hat doch kaum was drin gehabt. Der hat, der sah, die Schalter sahen total abgeledert aus. Der hat kein Parkdistanzkontrolle gehabt. Ja, und keine Klimaautomatik. Und dann stand da irgendwie ein Preis von 6000 noch was. Hat aber auch massig einen Kilometer runter, Lenkrad abgegriffen, alles. 6000 noch was oder so stand da vom Preis her. Und sag ich, ey, das ist mir zu fette. Ich zahle doch keine 6000 Euro, wenn ich im Internet einen Golf 5 kriege für 5000 Euro mit mehr Innenausstattung. Ja, wir kontaktieren den mal. Ja, und dann kam da auch nichts. Und ja, dann habe ich mir den jetzt hier geholt und bin mit dem irgendwie auch sehr zufrieden. Mit dem Golf, mit Arsch, also dem Jetta. Ja, so ein paar Eigenheiten hat Jetta, was mir halt jetzt so im späteren halt nicht so schön ist, wo der repariert hat hinten die Lippe, also Quatsch, den Kotflügel, ach, die Stoßstange, da ist halt so ein bisschen aufgefallen, was unten drunter ist, und da hat er jetzt behoben, und ja, die Motorhaube, und ist noch was zu machen und so. Ja, dann mal gucken, was da noch auf mich zukommt, aber ist halt, ja. Hatte ich damals mit meinem ersten Jetta, hatte ich auch Probleme. Jetta fährt sich wirklich geil. Also ich möchte nicht sagen, dass der scheiße fährt. Der fährt sich richtig gut. Der fährt sich, gut, der hat auch eine kleine Tieferlegung drin. Nicht von mir, vom Werk, also vom Autohändler, wo ich gekauft habe, war das schon mit drin. Wo ich den, weil ich habe den ja gebraucht gekauft. Fährt sich richtig geil, hat also ein 6er nur, 102 PS, reicht für mich dicker aus. Ja, also so bin ich mit dem echt zufrieden, kommt schön aus dem Pott. Ja. Fährt sich so ein bisschen schwerfälligerer als ein Golf, was ich sehr gut finde. Weil der ist ja ein paar Kilo schwerer und auch was länger. Mit dem Heck ist ein bisschen unübersichtlich manchmal einzuparken, weil das so arschweit nach hinten raus geht. Und was mir halt nicht gefällt bei meinem Golf 5, den sie mir geklaut haben, die Penner, da war Parkdistanzkontrolle lauter. Hier ist es halt echt ein bisschen was leise. Da muss ich mal gucken, dass man da vielleicht noch was machen kann, dass man das irgendwie lauter kriegt oder so. Und, na komm, und einpacken. Was stehst du denn? Wie steht der denn hier da? Das ist VW, wa? Sieht man nicht, was das ist. Das kann kein VW sein. So scheiße parken VW-Fahrer nicht. So, dann würde ich jetzt hier erstmal einkaufen gehen, Leute. Und ich denke mal, den Hangout auch beenden. Wie gesagt, haut mir mal bitte in die Kommentare rein, was euch als 10.000 Abonnenten-Special lieb wäre, was euch da gefallen würde. Und bei dem, was ich aufgezeigt habe, was ihr da so gerne sehen wollen würdet. Also, da wo ich einkaufen gehe, da wo ich essen gehe, was weiß ich. Und oder doch noch ein bisschen was von der Stadt oder so, wo ich mir dann erstmal einen Plan machen müsste, was und wie. Ja, und dann, wie jetzt mit den Kanälen ist, wie euch das gefällt und ob ihr das dann weiter beibehalten wollt oder ob ihr sagt, mach alle auf dem Hauptkanal und gut ist. Müssen wir mal gucken. Und wie gesagt, ich habe noch kein Feedback. Es kommen auch in den nächsten Tagen auch noch wieder ein paar Livestreams. Die habe ich ja schon ein paar Mal angekündigt. Portal Kings und was kommt denn hier noch am... Ach, dieses Heavy Metal Spiel, wo ich den Namen wieder vergessen habe, das darf ich morgen Abend spielen, das mache ich morgen Abend. Und dann habe ich noch ein paar andere kleine Spiele und ein bisschen kommt, glaube ich, auch noch. Muss ich gucken. Ja, doch, müssen da ein bisschen was kommen. Ich muss auch mal wieder meine Liste durchforsten und dann kommt da auf jeden Fall noch ein bisschen Material. Also wir haben noch ein bisschen was an Material gesichert. Und dann ist mein Material auch erstmal wieder erschöpft. Wenn ihr da noch irgendwie Fragen wegen irgendwelcher Technik habt oder irgendwas mal sehen wollt,
haut das auch in die Kommentare, dass ich mich mal da schlau machen kann oder gucken kann, ob ich da was dran kriege für ein paar Tage zum Testen oder was weiß ich. Aber wie gesagt, versprechen kann ich nichts. So, dann würde ich jetzt schwitzenderweise hier erstmal Schluss machen. Ich werde jetzt einkaufen gehen. Flaschen wegbringen, einkaufen. Und dann ja, sehen wir uns heute Abend, beziehungsweise wenn ihr das jetzt schon gesehen habt, also wenn ihr das Video seht, das werde ich morgen wahrscheinlich bearbeiten. Heute werde ich es wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Ja, dann wird auch ein Livestream sein, denke ich mal. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Ahoi, sagt euer Odin.